Wir haben natürlich drei Tage ausgesteckt, traditionell wie immer. Wir beginnen immer mit einem Grilltag, einem Grillabend. Der war gestern, heute Samstag haben wir normalen Heurigenbetrieb mit kalter Küche, was bei dem herzhaften und sonnigen Wetter sehr, sehr gut ist. Und enden morgen mit einem Schnitzelessen, was sehr, sehr traditionelles Essen ist natürlich und wo es sehr gut passt. Wir haben hinten schon sehr, sehr viele Besucher, was uns sehr freut. Wir dürfen mich als Kommandant im Namen der Feuerwehr bei allen Besuchern und Unterstützern da sehr, sehr herzlich bedanken. Eben auch bei zahlreichen Unterstützern, die uns mit Helmspenden und Bierfassspenden unterstützen und fördern. Ist essentiell für uns natürlich, Feuerwehreinsatz und der Feuerwehrdienst braucht diese Förderung, diese Unterstützung. Nur ein kleines Beispiel zu nennen, Einsatzuniform pro Mann kostet ungefähr 1.800 Euro. Das aufzustellen, gemeinsam mit der Gemeinde, ist ein großer Brocken alles. Und deswegen brauchen wir diese Spenden und diese Einnahmen für uns. Deswegen ist ja das Feuerwehrfest ganz eine wichtige Einnahmequelle für uns. Essentiell aber wäre nicht anders möglich, ohne die Mitwirkenden, die Kameraden und die freiwilligen Helfer, die uns da unterstützen, so ein tolles Fest zu machen. Wir haben rund 70 bis 80 Helfer in 130 Diensten eingeteilt, also viel Aufwand. Vielen, vielen Dank da an das Team. Es hat alles hervorragend funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert heute Abend weiterhin noch so und morgen am Sonntag auch. Vor allem über alle, die da waren. Ich sage nochmal ein großes herzliches Danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Gestern hat unser dreitägiges Fest begonnen. Zweiter Tag, gutes Wetter, ausgezeichnetes Wetter. Perfekter Besuch. Gestern schon volles Haus, alle Sachen gut verkauft, tolle Stimmung. Wir sind froh, gerade im Interesse der Gemeinde und im Interesse unserer Freiwilligen Feuerwehr, dass diese Feste immer gut besucht werden. Die Einnahmen werden für die diversesten Anschaffungen benötigt. Wir als Gemeinde bringen unseren Teil natürlich, großen Teil dazu, gerne bei. Wir haben zukünftige Investitionen, auch was einen Ausbau des Feuerwehrhauses betrifft. Da gibt es schon Ideen und Arbeiten in diese Richtung. Es freut mich, wenn heute der Tag genauso toll ausklingt wie gestern und morgen beim traditionellen Schnitzelessen auch. Ich freue mich, heute und gestern war ich bereits im Einsatz. Morgen komme ich mit meiner Familie und genieße die Schnitzel mit Pommes. Ich freue mich, wenn wir uns morgen bei unserem Fest wiedersehen. Dankeschön und jetzt darf ich diese Getränke auch noch austragen. Schönen Abend. Thank you.
Fünf Fragen wollen. Aber die, gehen wir schon, gehen wir hin und her. Das Schunkeln schon fix nochmal. Lara, kommst du drüber? Du kennst ja die Mariella, die beiden. Hallo!